Ja, wir sind ja schon mitten im Sommer drin. Das heißt, die ganzen Saracenia Flava sind schon über ihren Zenit drüber und haben ihre schönste Zeit schon hinter sich gehabt. Deswegen wird es allerhöchste Zeit, dass wir uns hier auch die ganze Sammlung mal im Detail angucken und ich euch die schönsten und besten Klone zeige und euch mal vorstelle. Ähnlich wie bei dem Leukofüller-Video letztes Jahr. Und darum geht es also heute, die ganze Saracenia Flava-Sammlung im Porträt. Viel Spaß mit dem Video. Ja, damit herzlich willkommen hier bei Green Jaws. Ich bin der Matze und wir haben gerade richtig schönes Licht hier in der Abendsonne, also ideal zum Filmen. Ich hoffe, die Farben kommen auch richtig toll durch in diesem Video, weil das ist ja auch sehr wichtig bei den ganzen Flava, vor allem bei den ganzen rot ausgefärbten. Und ich erzähle euch immer so ein bisschen was zu den Klonen. Am besten macht ihr euch gemütlich, habt vielleicht ein Blatt Papier und einen Stift bereit, falls ihr eure Wunschliste nebenher führen wollt. Und dann könnt ihr hier fleißig mitschreiben. Auf der Seite, wo ich hier gerade stehe, da sind so die ganzen alten Klone, Klone vom Mireg oder aus botanischen Gärten und so heraus. Die stehen auf der Seite. Damit fangen wir auch an, arbeiten uns Stück für Stück durch. Und dann gehen wir auf die andere Seite vom Tisch und da stehen dann die ganzen Mike King-Klone. Ich denke, es wird super interessant werden und wir starten jetzt gleich hier vorne bei der Pflanze. Und unsere erste Pflanze heute ist diese Saracenia Flava-Variante Flava. Das ist ein Kulturklon aus Holland, also die heißt auch einfach nur Kultur oder Culture auf Englisch. Das Schöne bei der ist, die hat eine sehr, sehr lange Wachstumsperiode. Also die fängt schon sehr zeitig im Frühjahr an und wächst so bis in den Winter hinein. Also so November, Dezember macht die noch laufend neue Schläuche. Eignet sich dafür auch sehr gut als Zimmerpflanze, weil die eben so eine lange Wachstumsperiode hat und die kann auch sehr, sehr groß werden. Also ich habe dieses Jahr auch zum ersten Mal die größten Schläuche dran gehabt, so mit 70, 75 Zentimeter. Ich dachte eigentlich immer, die bleibt kleiner, aber war ich auch überrascht dieses Jahr. Gleich im Anschluss haben wir hier den Klon vom Rudi Fürst aus der Schweiz, also das ist eine Ornata. Ornata, die macht ja diese rote Aderung hier auf dem Schlauch. Der Rudi wohnt in der Schweiz, da ist eine ganze Ecke kälter als bei uns und deswegen ist die Pflanze auch richtig gut winterhart. Also kann ich auch nur bestätigen, habe ich auch schon seit vielen Jahren draußen im Moorkübel und wächst super gut im Freiland. Der Rudi kultiviert auch ganz, ganz viel im Freiland draußen und das Schöne bei der ist auch, die macht so einen riesengroßen Deckel. Also man sieht es jetzt hier so ein bisschen. Also ganz, ganz toller Klon und super robust. Dann haben wir hier den alten Klon von Ian Salter. Das war einer seiner ersten Karnivoren, also Ian, mein Freund aus Wales. Und die hat er in den 80er Jahren schon gekauft oder erhalten und ist eine Saracenia Flava, Variante Flava. Auch sehr, sehr schön, sehr wüchsig, große Schläuche. Die macht auch hier immer so einen kleinen Zipfel auf dem Deckel oben drauf. Das finde ich auch immer ganz witzig. Ja, auf jeden Fall auch super gut fürs Freiland geeignet, wird auch sehr groß. Und ich habe es vorher schon mal angekündigt, die Flavas sind ja schon so ein bisschen über ihren Zenit. Also die schönste Zeit für Flavas ist immer so im Juni. Danach, die bilden halt unheimlich viel Nektar, wie ihr hier überall sehen könnt. Und das Schwarze, was da jetzt an dem Nektar dran ist, das ist so ein Rußpilz. Ist aber nichts Schlimmes, der zehrt nur von dem Nektar, der greift jetzt die Pflanze nicht an. Aber auch, weil eben so viel Nektar dran ist, da bleibt halt der ganze Staub und Pollen oder was so durch die Luft fliegt, überall dran kleben. Und das macht die Pflanzen dann einfach ein bisschen unschön. Deswegen die schönste Zeit für Flavas eigentlich immer so im Juni. Ach so, die größere hier übrigens. Das ist der rote Klon vom Thomas Caro, ist eine Rubricorpora, hat aber auch sehr viel Rugelli-Einfluss. Daher kommt dieser dunkle Schlundfleck hier und der sieht auch hammergeil aus. Super wüchsiger Klon, wird auch schön groß und färbt sich dann auch noch intensiver dunkelrot aus. Also das ist auf jeden Fall ein tolles Teil. Auch hier diese rote hier, die habe ich mal als Variante Cuprea erhalten. Cuprea sind die Flavas, die so einen rostbraunen Deckel haben oder auch kupferfarben genannt. Bei der hier ist er jetzt ziemlich extrem rot ausgefärbt. Auch der restliche Schlauch geht sehr ins Rot. Es sieht auf jeden Fall super geil aus. Ist ein alter Klon von John Ainsworth. Habe ich mal von Ian Salter bekommen. Und John Ainsworth, der war so in einer der Mitbegründer der Saracenia-Sammlungen, sage ich jetzt mal. Der hat schon ziemlich früh angefangen, verschiedene Standortpflanzen zu sammeln.
Rollen, verschiedene Klone und so, gerade so 70er, 80er Jahre, und hat da eben eine sehr schöne Sammlung aufgebaut, eben auch mit so alten Klonen. Hier haben wir zum Beispiel auch so einen alten Klon, das ist aus dem Altbestand vom Botanischen Garten in Schönbrunn, also aus Wien, und guckt euch mal hier den Deckel an, wie der nach oben geschwungen ist, das sieht richtig geil aus. Die Pflanze habe ich tatsächlich direkt von dort aus dem Botanischen Garten erhalten, als wir unsere Jahreshauptversammlung da hatten. Jetzt muss ich mal schnell aufs Schildchen gucken, wann das war. Da steht es gar nicht. Hier, 2017 war das schon. Also seit 3 Jahren habe ich die jetzt und gefällt mir richtig gut. Also der Deckel wie so ein Baldachin-Dach geschwungen. Und ihr habt es vielleicht gerade schon gesehen, hier unten stehen so die ganzen Lidless-Formen drin. Also Lidless bedeutet deckellos, weil die haben halt nur so einen verkümmerten Deckel oder so einen Deckelansatz, sag ich mal. Und dadurch sehen die halt aus, wie als hätten sie keinen Deckel. Ich mache hier das Zeug ein bisschen weg, weil der Schlauch sieht eigentlich ganz schön aus. Es klebt halt alles, weil alles voll mit Nektar ist. Und aber die ganzen Hände sind dann immer schmierig. Das ist jetzt die Flava-Variante Ornata Lidless. Und direkt hier daneben haben wir noch die Rubricorpora, also die rote Form in Lidless. Direkt dahinter die Rugellii. Ihr seht schon aber, die Schläuche, die sind immer so ein bisschen deformiert und auch sehr flach. Das ist irgendwie so ein ganz komisches Phänomen bei diesen ganzen Lidless-Formen. Also hier, das ist auch nochmal die rote, die Rubricorpora. Und da seht ihr halt, wie flach die ist. Also hier so richtig eingedrückt. Nicht jeder Schlauch, aber fast jeder. Hier ist mal ein schönerer dabei, der richtig ausgeformt ist. Ja, sind auf jeden Fall auch spannende Pflanzen, haben mir früher nicht so gefallen, aber mittlerweile finde ich die eigentlich auch ganz cool. Hier weiter vorne, das ist die Flava Ornata aus South Carolina von der Honeysuckle Road, Klon Nummer 3. Gefällt mir auch ziemlich gut, macht auch einen Riesendeckel, schöne Ausfärbung, die hat auch so ein leuchtendes Gelb, das sieht einfach hammergeil aus. Und jetzt, wenn wir gerade leuchtendes Gelb haben, gehen wir hier mal rein. Da haben wir nämlich eine Flava-Variante Maxima. Das hier ist eine aus Shanesburg in Virginia. Und in Virginia gibt es ja gar keine natürlichen Vorkommen mehr von Sarracenia Flava. Und das ist eben so ein Klon, der eben in Kultur überdauert hat und somit einfach so zur Arterhaltung beiträgt auch und zur genetischen Vielfalt. Ist schon wieder was anderes hier. Ja, aber die auch so ein richtig schönes leuchtendes Gelb, und die Flavas aus Virginia, die gehen hier oben am Deckel immer sehr eng zusammen, sind so ganz schmal und entfalten sich dann richtig groß. Das ist so ein bisschen so das Typische. Also die haben so ein ganz typisches Trompetenaussehen, die ganzen Virginia Flavas. Dann haben wir hier nochmal eine richtig schöne Variante rausstehen. Die habe ich tatsächlich auch mal von Ihnen erhalten. Damals als Variante Rubricorpora. Das ist es aber mit Sicherheit nicht. Ich würde eher mal auf eine Ornata tippen mit Rugellii-Einfluss. Hat auf jeden Fall so einen ganz, ganz dunklen Schlund. Das geht schon richtig ins Schwarze rein. Die sieht eigentlich auch ziemlich genauso aus wie die F88 von Mike King. Und ich habe sie erhalten von Sumatra, von Paul McKeown, steht hier auf dem Schildchen drauf. Also das ist die Bezeichnung von der hier. Auf jeden Fall super schöner Klon, auch wenn sie ähnlich aussieht wie eine andere. Aber das ist ja häufig so, dass viele Klone sehr ähnlich aussehen. Hier vorne haben wir noch eine ziemlich geile Atropoporea. Die habe ich auch mal aus Tschechien erhalten als Coppertop A18 vom Jaromir Czovka oder so heißt er. Die färbt sich auch richtig dunkelrot aus. Also das ist einer meiner dunkelsten Atropoporea. Und guckt mal, was da Nektar oben auf dem Deckel dran hängt. Die ist super wüchsig, wird auch ziemlich groß. Also wenn ich mal hier runtergehe, ihr seht auch, wie viele Schläuche hier dran hängen. Und alle richtig dunkelrot ausgefärbt. Super geiler Klon. Gefällt mir richtig gut. Da hinten ist nochmal eine Atropoporea. Die habe ich mal aus dem Botanischen Garten in Prag erhalten, ist die S7F16 als Bezeichnung, wobei das jetzt eher eine Murai ist, weil die macht auf dem Deckel, ich guck mal, ob ich es reinfangen kann, ja, man sieht es, so ganz leicht weißliche Pigmente hier durchschimmern. Also da ist auf jeden Fall ein bisschen Leukophylla mit drin, vielleicht auch schon 2-3 Generationen vorher.
Sie ist als Atropurpurea geführt und wird auch ziemlich dunkelrot. Also ich glaube, das ist sogar eines der dunkelsten, die ich überhaupt in der Sammlung habe. Und jetzt gehen wir hier vorne mal her zu dieser Rugelli hier. Die hat einfach nur die Bezeichnung DS1. Die habe ich mal vom David Schwarz auch aus Tschechien erhalten. Und das war eines seiner ersten Flavas, die er hatte. Also die ist auch schon ziemlich alt, ziemlich alter Klon. Macht auch richtig dicke Schläuche, vielleicht mal im Vergleich mit meiner Hand. Also ist ein großer Schlund, schöner Schlundfleck auch, großer Deckel. Und ihr seht es jetzt auch hier wieder sehr von diesem Rußpilz behaftet. Aber wie gesagt, das ist absolut nichts Schlimmes. Hier klebt auch noch irgendwie von der Motte so ein Flügel dran. Also das ist halt immer mit diesem klebrigen Nektar, da bleibt halt alles dran kleben. Und hier haben wir auch nochmal eine richtig schöne dunkelrote. Die habe ich auch mal vom David Schwarz erhalten. Da muss ich jetzt aber selber schnell aufs Schild schauen. Giant Dark Tube Old Best steht da nur drauf. Ja, da war der David sehr einfallsreich, sage ich mal. Ist aber auch auf jeden Fall schöner dunkelroter Klon. Und eben, es steht zwar Rubri Corpora auf dem Schild, aber es ist eine Atropurpurea. Und hier die gestreifte nebendran, das ist eine schon von Mirek. Jetzt gehen halt die Klone von Mirek hier los. Das ist die F10A. Ist eine Kreuzung zwischen zwei Ornata. Und die sieht auch richtig klasse aus, hat eine richtig schöne Färbung. Da klebt auch irgendwie so ein Pusteblumensamen dran. Ja, auch was sehr, sehr Schönes. Und eben die ganzen Pflanzen, die jetzt kommen, das sind alles so die Klone von Mirek. Da haben wir hier gleich nochmal eine schöne Rugelli. Und zwar ist das die F20 von ihm, von Ben Hill County in Georgia. Und ihr seht es jetzt auch hier, da ist jetzt nur noch so, also kein dicker Schlundfleck, sondern nur so ein bräunlicher roter Strich. Und hier an der Seite noch mal ein bisschen was dran. Also auch die Rugelli sehen teilweise sehr unterschiedlich aus, aber die hat so ein richtig schönes Goldgelb. So, und hier vorne ist auch noch mal was sehr Schönes von Mirek. Das ist die F11B und die hat so einen riesengroßen Deckel, der so schön gewellt ist und sich so über den Schlauch vorne, über die Öffnung beugt. Super schöner Klon, ist auch eine Ornata, also eine, die so rot geadert ist. Und die hat auch so eine ganz tolle Ausfärbung, finde ich, auch so ein bisschen rötlich auf der Lippe drauf. Also gefällt mir richtig gut. Und eben, wie gesagt, großer, so geschwungener Deckel, das ist auch mal so ein bisschen was anderes. Da hinten muss ich euch unbedingt zeigen, eines der besten Atropurpurea-Klone. Das ist die F28O von Mirek. Und das ist aus der gleichen Samengeneration wie die S7F16 vorher aus dem Botanischen Garten in Prag. Also das war die gleiche Samenkapsel und ihr seht es auch hier wieder, da sind auch so ganz leicht weiße Ansätze drin. Also auch ein paar Generationen vorher wahrscheinlich ein bisschen Leukofüller eingekreuzt. Und das ist wirklich so die dunkelste, die ich habe. Also die geht so richtig ins Schwarze dann rein. Jetzt ist, die hat noch nicht mal ihre dunkelste Ausfärbung jetzt, also die wird noch viel, viel dunkler. Und das, also ist eigentlich schon schwarz, da kann man gar nicht mehr von Rot sprechen. Also das ist die dunkelste Atropurpurea, die ich hier in der Sammlung habe. Und ich denke, da werden mir auch viele zustimmen, die die haben, dass das auf jeden Fall eine super geile ist. Und jetzt haben wir hier drüben wieder ein paar große. Das sind jetzt wieder alles Maximas. Also Maximas sind ganz grüne Formen. Das sind die F55er von Mirek. Die kommen aus Berkeley County im Francis Marion National Park in South Carolina. Die hier vorne, die da immer reinhängt, ist eine andere. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Also das ist die F55A. Da hat er jetzt die Klone A bis D. Die sind alle super wüchsig, werden auch alle ziemlich groß, also immer so 70, 80 cm eigentlich. Und Maximas eben ganz grün, also die haben keine Aderung und nichts drauf. Und das sind alles die grünen Formen, die hier so reinragen, also die verschiedenen Klone. South Carolina, natürlich super winterhart und auch eine ideale Pflanze für draußen. Hier, das ist die F48A von Mirek. Ne, C-Klon halt, Entschuldigung, der C-Klon. Ist eine Flava-Variante Flava. Die haben dann so eine leichte rote Aderung immer nur drauf. Und die hat die Bezeichnung Gigantea, weil die wahrscheinlich auch sehr groß werden soll. Bei mir hat sie jetzt immer so 60 cm, ja, vielleicht 65. Also da ist dann auf jeden Fall noch Luft nach oben, wenn sie ihrem Namen alle Ehre machen soll. Das ist auch wieder die F55er. Und dann haben wir hier nochmal was Schönes. Das ist die F61 von Mirek, ist eine Rubri Corpora.
Und auch schön dunkelrot, wie halt so eine Rubri Corpora sein soll. Dann gelber Schlauchinnere oder auch der Deckel hier oben so gelblich. So sollte eigentlich aussehen. Und jetzt haben wir hier nochmal eine super schöne Ornata. Ich würde sagen, das ist einer meiner liebsten Ornatas. Von Mirek F77-1 heißt die nur. Ich weiß jetzt gar nicht, was für einen Standort die hat. Ich habe es hier nicht auf dem Schildchen draufstehen, aber sie hat auf jeden Fall einen. Und die hat eben unheimlich viele Adern und eben auch so einen ganz, ganz dunkelroten Schlund, rote Lippe. Das ist nochmal so ein bisschen das Besondere bei der. Also die sieht richtig geil aus. Das ist wirklich so eines meiner liebsten Ornatas. Und direkt da gehen wir jetzt mal weiter in dieses rote Meer hinein. Ich zeige es euch mal so aus der Gesamtansicht. Also das sind auch verschiedene Atropurpurea. Und da gehen wir jetzt noch mal genauer rein und schauen uns die einzelnen Klone an. Wir fangen mal mit dieser dunkelroten Rubri Corpora hier an. Das ist die F121C von Mirek. Und das ist eine, also die heißt jetzt Studnitschka, das ist aber auch eine rote Flava, gekreuzt mit der F26. Also zwei Rubri Corpora gekreuzt. Und die werden auch so ziemlich dunkel, machen auch schöne Schläuche. Die gibt es auch noch in der umgekehrten Kreuzung, also F26 mal die Studnitschka, werden auf jeden Fall ziemlich dunkel auch. Und dann haben wir hier ein Monsterteil, das ist die F129A, auch wieder eine Atropurpurea. Und guckt euch mal bitte diese geile dicke Lippe hier an. Sieht doch hammergeil aus, oder? Und hier auch eine Kreuzung zwischen der MyKing F27A, also eine Atropurpurea, mit der F28O. Die haben wir gerade eben weiter vorne schon gehabt vom Mirek, die ganz dunkelrote Atro. Und das ist eben auch eine super geniale Kreuzung hier. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr geil aus. Und hier haben wir auch nochmal ein Monsterteil. Das ist nämlich die F130C von Mirek, auch eine Atropurpurea. Und guckt euch mal an, wie die so eine richtig geschwungene Lippe hat. Und die ist auch ganz, ganz breit hier oben. Ich guck mal, dass ich hier mal mit der Hand hingehe. Also breit ist die. Macht auch einen riesengroßen Deckel. Und auch ganz, ganz dunkelrot. Ich glaube, die Kamera kann dieses Rot immer gar nicht so richtig einfangen. Also in echt sind sie wahrscheinlich noch alle noch mal einen ganzen Ticken dunkler, als es jetzt so auf der Kamera scheint. Die Rote da hinten, die gehört zu Mike. Da kommen wir aber gleich noch drauf. So, hier auch nochmal F130A. Also da gibt es auch verschiedene Klone. Generell kann man sagen, diese ganze F130er Reihe vom Mirek, das sind alles so verschiedene Atropurpurea. Hier vorne ist die F131F. Auch wieder so eine richtig schöne geschwungene Lippe und auch ganz, ganz dunkelrot. Richtig toll. So, hier haben wir nochmal der D-Klon und hier ist der F-Klon, das ist die F131F, genau, F131F von Mirek, genau, das weiter vorne war der D-Klon und die sieht auch richtig schön aus. Ich guck mal, hier ist noch ein zweiter Schlauch. Aber ich glaube, da muss ich nächstes Jahr mal wieder ein bisschen ausdünnen, weil ihr seht es auch hier. Die hat jetzt leider nicht so viel Licht abbekommen. Die bleibt halt sehr, sehr grün, weil die halt von den ganzen anderen drumherum so verdeckt ist. Nur hier oben, wo dann direkt die Sonne hinkommt, da ist sie rot, aber weiter unten ist hier eben alles grün. Und das ist so ein bisschen das Besondere bei den ganzen roten Formen. Die brauchen halt viel Sonne und auch viel Wärme. Nur dann färben die sich nämlich so richtig schön rot aus. Jetzt haben wir hier nochmal was ganz Interessantes. Das ist nämlich die Kimber Red Ruffles. Die zeige ich euch auch gleich nachher auf der anderen Seite. Das ist nämlich eine Atropurpurea, die einen riesengroßen Deckel macht. Und der ist so ganz gewellt am Rand. Und die ist jetzt nochmal gekreuzt mit der F27C Atropurpurea vom Mike. Und hier haben wir eben auch einen ganz roten Schlauch, aber auch riesengroße Deckel. Hier sieht man es vielleicht ein bisschen besser bei dem. Kann man meine Hand noch als Vergleich hinhalten. Also das einfach so richtig schöne große Deckel, was da Nektar dran hängt. Den kann man übrigens auch essen. Also ist einfach nur Nektar
ganz normaler Blütennektar, würde ich jetzt mal sagen. Und schmeckt auch wie so Nektar, also wie Honig eigentlich. Könnt ihr überall essen, bloß nicht zu viel, weil sonst pitzelt die Zunge so ein bisschen. Genau, und dann haben wir hier nochmal die gleiche Kreuzung, auch verkehrt herum wieder. Also F27A mal Kimber Red Ruffles, sieht aber eigentlich genauso aus. Und ihr seht es auch hier, ab und zu kommen auch einfach mal so ein paar deformierte Schläuche. Das ist nichts Schlimmes, das ist ganz normal. Und jetzt haben wir hier nochmal was ziemlich Geiles in der Ecke. Das ist nochmal, oder sind so ein paar verschiedene Klone von Ornata, aber mit den Black Veins. Also das ist so ein bisschen was Seltenes. Da sind die Aderung ist eben so ganz schwarz. Ja, es kommt nicht so richtig durch auf der Kamera. Also in echt sind die halt viel, viel dunkler. Und normalerweise haben die so einen rötlichen Ton. Aber bei diesen Black Veins ist es eben so ein schwarzer Ton. Die hat jetzt so ein paar Verbrennungen hier. Das Bräunliche hier, das sind einfach so Verbrennungen, weil es mal ein bisschen zu heiß war, weil die Lüftung nicht aufging. Sieht halt unschön aus, ist jetzt aber nichts Schlimmes oder Tragisches. Und das sind einfach so ein paar Black Veins hier, verschiedene Klone. Und ich hoffe mal, dass sie nächstes Jahr dann die volle Größe erreichen. Ich habe die nämlich mal als Sämlinge bekommen. Und ja, jetzt dieses Jahr haben sie eine schöne Größe und nächstes Jahr dann eben hoffentlich ausgewachsen. Und jetzt haben wir hier hinten nochmal was ganz Interessantes. Das ist nämlich eine Self-Pollinated Flava F6 von Dinwiddie. Und die ist vom Ian, der macht ja ganz viel so mit Selbstbestäubung auch. Und hier ist ein anderer Schlauch, der ein bisschen anders ausgefärbt ist schon. Der ist älter, der ist jetzt ganz frisch aufgegangen. Und den habe ich letztes Jahr erst von ihm bekommen, als ich ihn im Oktober besucht habe auf der England-Tour. Und der hatte eben so einen ganz, ganz weißlichen Deckel. Also ganz interessant. Und gerade so durch die Selbstbestäubung, da kommen eben ganz, ganz interessante Sachen raus immer. Deswegen, es lohnt sich auch mal, so die ganzen Flavas oder generell alle Pflanzen mal selber zu bestäuben. Und das war jetzt quasi die Ecke hier. Und jetzt gehen wir direkt nach drüben auf die andere Seite vom Tisch. Und da stehen die ganzen My King Klone. Und auch auf dieser Seite hier sind die ganzen Pflanzen natürlich nach Klonnummern sortiert. Das macht es natürlich einfacher, die in der richtigen Reihenfolge dann immer gleich zu finden. Da habe ich auch jahrelang immer an den Mike hingeredet, weil bei ihm war früher immer alles total durcheinander im Gewächshaus, weil er die nach Standorten sortiert hatte. Und da hast du dir immer ewig einen Wolf gesucht, bis du endlich mal die Pflanzen gefunden hast. Oder manchmal hast du sie auch gar nicht gefunden, du musstest immer einen Mike rufen dann. Und jetzt hat er es aber seit, glaube ich, 2 oder 3 Jahren umgestellt. Und man findet die Pflanzen einfach viel, viel einfacher. Und die ersten, die hier so stehen, das sind jetzt alles so Virginia-Arten. Das hier ist eine Flava Maxima Tall and Green Form. Die F3 ist das von Mike. Standort hatte ich jetzt gar nicht, aber ja, ist halt eine schöne grüne, sagen wir mal so. Hier geht es dann weiter mit der F4A. Das ist eine Flava-Variante, Flava vom Shanesburg in Virginia. Und wir wissen ja, Virginia gibt es keine natürlichen Standorte mehr. Es gibt aber wieder Ansiedlungsversuche und deswegen ist es ganz wichtig, dass man eben die Klone von dort hat, damit man auch exakt diese Pflanzen wieder ansiedeln kann. Das hier ist der B-Klon, F4B. Sieht ein bisschen anders aus. Und die leuchten aber alles so richtig, finde ich. Also es ist ein schönes Gelb hier, gerade wenn man nochmal so ein bisschen weiter zurückgeht. Also sieht super aus natürlich. Einer meiner Lieblinge ist die F6. Das ist auch eine Flava-Variante Flava, auch wenn sie gerade eher ein bisschen wie eine Ornata aussieht. Leider hat der erste Schlauch hier so ein paar Verbrennungen, weil der war so das ganz Typische. Also ihr erinnert euch, geht hier ganz schmal zusammen und hat eben diesen ganzen trompetenförmigen Look oder ist auch sehr trichterförmig. Hier sieht man es immer sehr gut an diesem Schlauch hier. Also der ist extrem trichterförmig und das ist eben so ganz typisch für Virginia. Und das kann ich euch hier jetzt auch noch mal zeigen. Der erste Schlauch oder generell so die ersten 2, 3 Schläuche bei den Flava sind immer die schönsten. Die sind meistens am größten. Die stehen richtig senkrecht. Und die Schläuche, die jetzt kommen, die sind halt viel kleiner und stehen manchmal auch nicht mehr so ganz senkrecht, wachsen eher so ein bisschen lommelig. Und diese Blüte hier, die stört da. So, jetzt ist besser. Ja, wachsen halt eher so ein bisschen, ja, so
ein bisschen gebogen. Man sieht es jetzt hier vielleicht so. Also das ist der natürliche Stand vom Schlauch und der hat halt diese Biegung drinnen. Und die ersten hier, die wachsen halt hier komplett senkrecht nach oben. Ne? Und also auch die Schläuche sind nicht mehr so schön wie der Erstaustrieb bei den Flavas. Und da haben wir hier die F7, das ist eine schöne Rugellii. Die wird eigentlich auch ziemlich groß, hat so ganz dicke, massive Schlauchöffnungen und auch sehr robust, sehr winterhart. Ist aus Ben Hill County von Georgia. Auch auf jeden Fall ein super schöner Klon. So, und jetzt haben wir hier vorne die F14B. Das ist eine Flava-Variante Rugellii, wie man wieder unschwer erkennen kann. Und die wird auch ziemlich groß, ist aus dem Apalachicola National Forest in Florida. So, dahinter kommt nichts mehr Interessantes, aber hier die F18, ist ein Giant Robust Klon, heißt der. Auch eine Rugellii, wird ziemlich groß, auch ein riesen Deckel. Also ihr seht, hier hat überall mal die Sonne richtig drauf gebrutzelt, weil einmal sind die Fenster nicht aufgegangen, dann waren es hier mal 60 Grad, deswegen haben manche Schläuche so ein bisschen Verbrennungen, besonders die ganz großen, weil je höher man hier im Gewächshaus kommt, umso wärmer wird es natürlich. Naja, auf jeden Fall F18, super geiler Klon, sollte man auf jeden Fall haben. Der wird richtig groß und ist eine wahre Giant-Form. Hier geht es jetzt weiter mit der F22. Das ist eine Rubricorpora. Giant Red Tube von Apalachicola. Ja, wobei sie jetzt hier noch nicht so ganz groß ist. Also ich glaube, die darf noch ein bisschen größer wachsen. Und jetzt gehen hier auch wieder so verschiedene Rote los. Wir haben vorher schon mal die Bezeichnung gehört, F27. Da gibt es nämlich auch die Klone A bis D. Und das sind auch alles Atropurpurea, also welche, die komplett rot werden. Und der C-Klon ist der schönste, finde ich. Also sie haben nur so ganz, ganz leichte Unterschiede. Man erkennt da jetzt nicht immer so die ganzen Unterschiede. Aber der C-Klon, finde ich, das ist der schönste. Ach, das ist er ja gerade auch hier. Der wird, finde ich, am dunkelsten und hat einfach so das schönste Wachstum auch. Aber auch die anderen Klone A, B und D sind trotzdem auch genauso schön und auch einfach schöne Atropurpurea. Werden auch ganz groß und sind eigentlich auch schön wüchsig. Und jetzt haben wir hier die F32. Das ist eine Flava, Variante Flava wieder. Und die wird ziemlich groß. Also das ist, glaube ich, so eine der größten Flava-Variante. Flava kommt aus North Carolina. Ihr seht es auch hier schon, die hat einen ziemlich großen Deckel. Ja, ich glaube, der beste Vergleich ist immer, wenn man mal die Hand daneben hält. Ja. Also, und die wird guten Meter hoch. Also das ist so eine der größten Flava-Variante Flava, die ich hier in der Sammlung habe. Dann haben wir hier die F35, ist eine Ornata von Apalachicola. Also ganz viele Pflanzen kommen so aus Apalachicola National Forest. Das ist einfach so ein, ja, so ein Nationalpark da in Florida, so ein Sumpfgebiet. Und da kommen eben ganz, ganz viele Klone her. Und die F35 hier, die hat so ein ganz leuchtendes Gelb und auch eine schöne Aderung, wie so eine Ornata eben sein sollte. Ne? Hier haben wir noch einen Riesenteil, die F46, die ist so ein bisschen stocky, also wie schreibt man stocky, so gedrungen ist, glaube ich, der richtige Ausdruck für, und hat auch hier eine schöne Rotfärbung, Riesenlippe hier, die ist auch so ein bisschen eingeschnürt noch und sieht richtig hungrig aus auf jeden Fall. Hier haben wir die F50, das ist eine aus Milton, eine Rugellii. Milton auch in Florida gelegen. Und ihr wisst ja, die ganzen Flavas oder generell die Pflanzen, die aus Florida kommen, sind halt alle nicht so robust wie jetzt die Klone, die weiter nördlich vorkommen, so in North oder South Carolina oder dann eben auch Virginia. Die sind eben am winterhärtesten. Also Virginia ist der nördlichste Standort von Flava und die sind am winterhärtesten. F57 hier, so eine Purple Tube aus Milton. Auch sehr schick auf jeden Fall. Jetzt haben wir aber hier die F45 einmal übersprungen. Die will ich euch noch zeigen. Das ist nämlich eine sehr, sehr schöne Rubricorpora. Hier ist sie. Die kommt auch aus Milton. Die hat auch so einen Purple Tube. Und die macht so einen ganz, ganz großen Deckel auch. Und der ist meistens auch immer schön gebogen. Ja, bei dem Exemplar vielleicht jetzt gerade nicht so, aber generell. Und die F30 haben wir auch übersprungen, das ist nämlich auch eine schöne. Wo haben wir die hier? Wird nämlich auch ziemlich dunkelrot, die F30. Und kann ich euch auch nur wärmstens empfehlen. Und ja, die zwei auf jeden Fall noch der Vollständigkeit halber.
bevor wir jetzt nämlich weitergehen. Hier, F59, auch so eine Stocky-Form, wird auch sehr, sehr groß. Ist von Pat Barnes, auch in Milton, Florida. Großer Deckel, große Lippe, großer Schlund. Also das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne, die F59. Hier hat sich jetzt irgendwie so eine Murray-Hybride eingeschmuggelt. Ich weiß gar nicht, warum die hier noch steht. Die gehört hier auf jeden Fall nicht hin. Und die macht uns jetzt den Weg frei zur F65, eine Giant Form. Jetzt müssen wir mal gucken, der Schlauch hier ist schön ausgefärbt. Also F65 wird auch so 80, 90 cm groß, ist ein alter Klon von Marston Exotics, also von Adrian Slack, die alte Gärtnerei. Und wird ganz schön dunkelrot und innen bleibt sie eben so schön gelblich. Eine schöne, sehr, sehr schöne Rubri Corpora. Ja, das ist die F66, die wir jetzt hier haben. Auch nochmal eine Rubri Corpora, die auch ziemlich groß wird. Sieht aber im Endeffekt eigentlich genauso aus wie die F65. Hier haben wir die F78, eine Ornata von Pender County in North Carolina. Sehr, sehr starke Aderung, also die geht schon ziemlich ins Rote rein. Ist aber unheimlich wüchsig und auf jeden Fall was sehr Schönes, so im Moorkübel oder auch im Moorbeet dann eben. So, da hinten kommt nicht mehr so viel. Dann gehen wir mal hier weiter zu F88. Die haben wir vorher schon mal gehört. Auf der anderen Seite von Paul McHugh, der Klon. Und die sieht eigentlich ziemlich genauso aus hier. Aber F88 auf jeden Fall einer der besten Flava-Klone, weil die eben hier so ganz, ganz dunkel wird und so einen richtig dunklen Schlund macht. Das kommt leider auch wieder nicht so richtig auf der Kamera raus, aber die ist in echt viel, viel dunkler. Und hier haben wir jetzt die F91, das ist auch eine Maxima aus North Carolina, auch ein super schöner Klon, sehr wüchsig, wird ziemlich groß und die macht auch immer so einen kleinen Zipfel an der Deckelspitze oben dran. Das finde ich auch immer ganz, ganz witzig, aber auf jeden Fall sehr, sehr wüchsig und sehr robust, weil eben North Carolina. So, hier haben wir die F90, das ist eine Cuprea, also auch wieder eine, die so einen kupferfarbenen Deckel macht. Wobei die eben auch sehr, sehr rot gefärbt ist jetzt. Also da könnte man auch was anderes schon drin vermuten. So ist das jetzt so schwarz hier. Sieht auf jeden Fall cool aus. Also auch eine sehr, sehr schöne F90 hier. So, und da haben wir noch was sehr Schönes, Großes. Das ist nämlich die F101. Das ist eine Ornata vom Sandy Creek. Und die wird auch so ziemlich rötlich und der Deckel bei der ist auch ziemlich groß und der steht aber auch so flach über dem Schlauch drüber. Aber auf jeden Fall auch ein sehr, sehr schöner Klon. F101. So, hier haben wir die F102. Die wird auch ziemlich groß. Schön dunkelrot, ist eine Rubri Corpora wieder. Ah, da hinten ist sie. Nochmal in groß. Ah ja, das ist ja eh der Schlauch. Ne, halt, das ist schon die F105. Halt, bevor ich jetzt was Falsches sage. Das ist die F105. Den Schlauch haben wir aber gerade schon von der anderen Seite gesehen, wo ich gesagt habe, da kommen wir später nochmal drauf zurück. F105 ist auch eine Rubri Corpora und die wird eben ziemlich groß, macht auch so eine ganz dicke Lippe. Super schöner Klon auf jeden Fall. Hier, das sind auch nochmal alles die F105er. Da sieht man nochmal so die ganzen Pflanzen. Genau. So, und hier drin versteckt sich noch die F115. Das ist nämlich wieder eine Cuprea. Die hat so einen Olive Copper Tops, sagt man da dazu. Oder steht auf dem Schild hier. Die ist jetzt noch nicht so ganz rot. Das kommt jetzt im Sommer noch. Dann wird der Deckel noch viel intensiver dunkelrot. Und hier sieht man schon ein bisschen mehr. Aus North Carolina eine, also aus super Winterhart, auch eine schöne Pflanze für draußen. So wie zum Beispiel auch diese F123 hier, die hat so ganz grazile Schläuche, ist eine Ornata aus North Carolina und ja, eben wie gesagt, nicht so diese fetten Schläuche, sondern eher so grazil. Und ich gehe nochmal ein Stückchen zurück, dann sieht man auch mal noch die Neuaustriebe hier. Die sind jetzt nämlich alle nicht mehr so groß wie die ersten Schläuche. Direkt dahinter die F124 von Don Schnell ist eine Rubri Corpora, aber eine, die auch ziemlich dunkel wird. Hier haben wir noch die F133 aus Vivahitschka. Das ist ein Standort in Florida. Auch eine Rubri Corpora, also auch schöne Rotfärbung, wird auch ziemlich groß. Großer Deckel. Die hier ist ein bisschen dunkler, der Schlauch hier. Und dann gehen wir mal weiter zu F137. Das ist wieder eine Atropurpurea.
der Schlauch ist ein bisschen deformiert und der schönste Schlauch, der mal hier dran war, den haben wir abgeschnitten, um das Foto zu machen. Also da könnt ihr euch das Foto vom schönsten Schlauch auf jeden Fall im Shop angucken. F137, die Atropurpurea, wird auch sehr, sehr dunkelrot. Hier haben wir noch was ziemlich Geiles, F143. Das ist eine richtig große, also die wird einen Meter und mehr hoch. Eine Rugellii von der Reading University. Bei London ist es. Und generell kann man so sagen, also die ganzen Klone, die von Reading kommen, sind eigentlich immer so die größten. Minor M18 fällt mir da zum Beispiel gerade ein. Auch der größte Minor-Klon kommt auch von Reading. Was haben wir denn noch? Ja, jetzt fällt mir gerade nichts ein, aber es gibt noch ein paar andere Arten, die auch aus Reading kommen und sind eigentlich immer so die größten Klone. Hier F146, auch sehr, sehr schöne Rugellii. Ach, da knackst es immer mal ein bisschen, wenn ich zu arg drehe. Nehmen wir mal den Schlauch, der ist auch ziemlich groß wieder. So, die macht auch so einen richtig großen Deckel, wird ziemlich groß, ist jetzt ohne Standort, aber das schadet gar nicht, weil die ist eigentlich auch super schön. Und das auch, das war der erste Schlauch hier und der Schlauch, der daneben ist, das ist der neueste jetzt, der sich erst geöffnet hat. Und ja, der ist zwar ein bisschen größer, aber ist einfach nicht mehr so fett. Ja, also die ersten Schläuche waren viel fetter, deswegen klar war es immer, die ersten Schläuche sind die schönsten, deswegen passt auf, wenn ihr die alten Schläuche abschneidet oder Blüten abschneidet oder so, dass ihr nicht die ersten Schläuche verletzt, weil das war es dann mit der Saison. So, hier F160, nochmal ein Megateil, diese Rubricorpora hier, die hat auch das Potenzial, einen Meter und mehr groß zu werden. Der Schlauch ein bisschen deformiert, der hier ist... ja, auch deponiert. Haben wir da keinen schönen. Ich glaube, den haben wir aber auch erst abgeschnitten, weil wir da das Foto gemacht haben. Auf jeden Fall, die wird, ist glaube ich so die Rubricorpora, die ich habe, die am größten wird. Wie gesagt, ein Meter und mehr ist da drin. F167A, auch eine Rubricorpora aus Sumatra. Apalachicola National Forest wieder. Florida wird auch ziemlich dunkel, schön wüchsig, schön groß. Sollte man auf jeden Fall auch haben. F167A. So, dann gucken wir mal. Da sind wieder so ein paar Rugellii. Die große da hinten, genau, F175B, muss ich noch erwähnen. Auch ein sehr, sehr schöner Klon. Wird auch ziemlich groß, auch super wüchsig und einfach eine sehr schöne Rugellii. Aber die Rugellii sind eh so meine Lieblinge bei den Flava. Und generell ist die Flava auch die größte Sammlung hier bei mir im Gewächshaus. Und da ist wirklich der ganze Tisch voll und übervoll. Also es reicht gar nicht mehr, um hier alle Pflanzen drauf zu kriegen. So, was haben wir denn hier? F182F. Ist das hier und die kommt aus South Carolina und bildet so die östliche Grenze von Sarazenia Flava, wird riesengroß, also auch ein Meter ist da gut drin, F182F. So, und jetzt haben wir hier die Kimber Red Ruffle, die habe ich vorher schon mal angesprochen, F195, die wird jetzt nicht so groß, aber die macht eben so einen riesen Deckel, der total gewellt ist. Mal ein bisschen runter, so, da sieht man es vielleicht ein bisschen besser, oder auch wenn man eben so von oben drauf guckt. Also da sieht man schon diesen riesen Deckel hier überall dran. Ist eine Atropurpurea, bleibt ziemlich klein, so ich würde mal sagen so 40, 45 cm hoch etwa. Und das ist diese eine Kreuzung, die auf der anderen Seite bei Mirek da drin steckt. Und dadurch kommt eben dieser riesen Deckel zustande. Habe ich auch viele Jahre darauf gewartet, bis ich die endlich in die Sammlung bekommen habe. Ja, vielleicht muss ich es ja mal woanders hinstellen, dass es sich mehr ausfärbt. Weil ihr seht jetzt auch wieder, die Deckel sind zwar alle schön rot, aber hier unten ist alles Gras. Grün und die Schläuche sollten eben komplett dunkelrot sein. Aber so ist es halt, wenn zu viel drumherum steht, dass das Licht eben wegschnappt. Hier sticht jetzt auch wieder was Schönes heraus. Das ist die F201, die Super Ornata vom Christian Klein, der hat die mal selektiert. Wird auch nicht allzu hoch, vielleicht so 40, 50 cm, hat aber eine unheimlich starke Aderung und es zieht sich so über den ganzen Schlauch, also super schön. F201, die Super Ornata. Und hier haben wir jetzt die F218, das ist eine Variante Cuprea. Da komme ich hin, das ist so klebrig. Genau, und die, da sieht man es jetzt sehr schön, diesen roten Deckel, der so ganz typisch ist für die Cuprea, kommt aus North Carolina, der Klon hier, glaube ich, und wird auch ziemlich groß, also so 80, 90 cm, sehr, sehr schön auf jeden Fall. F210 ist hier wieder so eine rote
Corpora. F234 haben wir hier wieder, auch eine rote von Apalachicola. Jetzt muss ich selber mal gucken, was wir hier noch so als Highlights haben. 134, hier ist noch eine. Das ist die F228, die wird auch ziemlich groß und die geht hier so ins Rötliche am Schlund und an der Lippe. Also sieht auch ziemlich geil aus, finde ich. Der Schlauch hier ist auch nochmal so super schön. So, die haben wir schon, die 34er. Hier F256, nochmal eine Ornata. Wird jetzt zwar auch nicht ganz so groß, aber auch sehr schön ausgefärbt und leuchtet auch wieder richtig raus, finde ich auch ziemlich geil. So, und direkt daneben kommt schon die F257, die Goldie. Bei der ist das Besondere im Frühjahr, die ersten Schläuche, die da kommen, die sind so richtig goldfarben. Die dunkelt dann aber so ein bisschen nach oder bleicht aus, wie auch immer. Die geht dann mehr ins Grünliche, so wie sie jetzt ist. Aber die ersten Schläuche, die sind so richtig goldgelb, also wie Gold. Daher kommt auch der Name Goldie, ist die Flava-Variante Flava. Die Geschichte dazu, der Paul Gardiner hat die mal verkauft als Sämling und ein paar Jahre später kam dann der Typ, der sie gekauft hat und hat ihm davon wieder einen Schnittling zurückgebracht, eben weil sie so diese besondere Goldfärbung hatte. Und ja, dadurch hat sie der Paul wieder bekommen und hat sie dann eben groß vermarktet und so hat alles seinen Lauf genommen. Und dadurch ist sie jetzt mittlerweile gut verbreitet und was man auch noch sagen kann, die macht eine sehr, sehr große Blüte. Also ich glaube, das ist die Flava mit der größten Blüte, die ich habe und auch so ein ganz richtig, also so ein ganz, ganz goldener Farbton, goldgelb, richtig schön. Da stehen nochmal zwei Pflanzen und auch sonst schöne Schläuche auf jeden Fall. Also die Goldie ist so eine kleine Besonderheit hier nochmal. Jetzt gehen wir hier mal zu diesem ganz großen Schlauch hier hin. Das ist die F279 Ronnie Heyerbauer. Von dem kommt die. Ich glaube, der Mike hat sie mal auf der EE von ihm gekauft. Der kommt ursprünglich aus Holland oder Belgien. Wird auf jeden Fall riesengroß, ist auch eines meiner größten Flavas. Das hier war der Frühjahrsschlauch, also der erste Schlauch. Der ist aber auch leider verbrutzelt. Riesengroßer Deckel, der so ziemlich aufrecht steht. Und da gab es auch mal eine kleine Verwechslungsgeschichte, weil ich habe die ursprünglich mal bei Mike gekauft als F275. Und da habe ich die jahrelang auch als F275 geführt. Und wo ich dann vor ein paar Jahren mal wieder bei Mike war, gucke ich die an und denke so, da steht ein 279 drauf. Hat er gesagt, ja, da gab es so ein paar Verwechslungen, er hat die falsch eingestuft. Also das ist die F279 und vor ein paar Jahren wurde die eben als 75 in Umlauf gebracht. Aber die ist so markant, die erkennt man eigentlich ziemlich leicht und kann die ganz gut von den anderen unterscheiden, weil die eben so einen Riesendeckel macht und der auch immer so ziemlich senkrecht auch nach oben steht. Und die Schläuche, die werden auch guten Meter hoch. Also auf jeden Fall sehr, sehr geil. So, hier sind jetzt noch so ein paar kleinere, die müssen alle erst noch ein bisschen wachsen. Die habe ich jetzt ganz frisch vom Mike bekommen, da kann man noch gar nicht viel dazu sagen. Und dann haben wir hier noch mal ein paar Leukos und hier ist auch noch mal die F279 Giant Form Ronnie Heyerbauer. Sehr, sehr geiles Teil. Müsst ihr unbedingt in der Sammlung haben. Ja, jetzt stehen wir kurz vorm Sonnenuntergang, also wir konnten es gerade noch rechtzeitig ausnutzen, hier die Abendsonne, um hier die kleine Tour durch die Flava-Sammlung zu machen. Ich hoffe, ihr habt fleißig mitgeschrieben, eure Wunschliste. Wir versuchen natürlich, soweit es geht, alles möglichst gut zu vermehren, aber von manchen Sachen hat man eben immer nur so ein, zwei, drei Pflanzen pro Jahr. Und deswegen ist es auch gar nicht schlimm, wenn man die ganze Wunschliste nicht alles auf einmal bekommt, sondern das so über die Jahre abarbeitet. Ich meine, mir geht es auch nicht anders, wenn ich Pflanzen von Mike will. Da stehe ich teilweise auch 4, 5 Jahre auf der Wunschliste, bis ich endlich die Pflanze erhalte dann eben. Und da muss man einfach ein bisschen Geduld mitbringen. Also man kann nicht immer alles sofort haben. Und manche Sachen, gerade die seltenen, lassen sich eben nur sehr langsam vermehren. Dementsprechend sind sie dann eben auch selten und kosten auch ein bisschen mehr. Aber so ist es halt bei den Raritäten. Das war jetzt also die ganze Flava
Sammlung oder so die ganzen Highlights daraus. Ich meine, das sind jetzt hier weit über 200 verschiedene Klone. Ist klar, dass wir jetzt nicht alle Pflanzen immer besprechen können, aber ich denke, ihr habt schon mal einen ganz guten Überblick bekommen und wir werden ja auch zukünftig wieder weitere Gewächshausrundgänge haben, wo auch immer mal wieder die eine oder andere Pflanze vorgestellt wird. Da könnt ihr euch dann natürlich eure Liste komplettieren oder auch einfach mal im Shop ein bisschen stöbern. Die sind ja jetzt mittlerweile schon alle ziemlich gut bebildert und Beschreibung fehlen natürlich noch so ein bisschen, aber ich bin da dran und der Shop ist auch eben was, wo so ein bisschen wächst und immer weiterentwickelt wird und das ist auch das Schöne daran, wenn man dann eben so die ganzen Entwicklungen sieht. Ihr könnt ja gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben, welches eure liebsten Sarazenia Flava sind. Meine sind glaube ich schon so ein bisschen durchgeklungen. Jetzt möchte ich noch wissen, welches sind denn eure Lieblinge? Schreibt es gerne mal unten rein und natürlich den Kanal abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt, weil dann verpasst ihr in Zukunft natürlich auch keine weiteren Videos und es werden noch sehr viele geile Videos folgen. Das kann ich schon mal versprechen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Matze!